Finn schläft jetzt, ja. Was ist denn passiert? Ja, also, wie ich eben den Jungen vorbeigebracht habe. Und dann ging hier vor der Tür mein Handy. Und das waren doch wirklich nur ein paar Sekunden. Und auf jeden Fall war der Junge futsch. Was? Und ja, aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Weil es geht darum, zwei Gorillas hatten den Jungen auf dem Arm. Und der eine, der war, guckte so düster und sagte dann auch noch, ja, ich brauche eine Entscheidung, ich will mein Geld. Sag deinen Kindern da Bescheid. Und ja, aber das Schöne war, der sagt dann noch, so als letzten Satz noch, ja, es kann doch mal sein, dass der Junge Jans weg ist. Ja, und ich habe mich dermaßen erschrocken. Das war bestimmt Ronny. Ja, aber wer ist Ronny? Ist das der, von dem du mir erzählt hast, oder was? Aber ich denke, der wollte das klären. So, liebe Schwiegermama. Erstens ist das mein Bier und zweitens geht das dich einen Scheißdreck an, ja? Okay? Ja, aber hör mal, ich verstehe das nicht. Du gehst immer nur arbeiten und der will immer nur Sachen klären und kriegt nichts auf der Reihe und kriegt auch nichts geklärt und ich weiß Manuela, ja nicht mehr. Also wenn ich sage, ich kläre das, dann kläre ich das. Und außerdem war das nur ein kleines Missverständnis. Okay, ich quatsch mit dem, dann ist alles wieder Sense. Okay? Ein kleines Missverständnis? Ja. Hör mal, mein Enkel wurde bedroht und deine Frau, meine Tochter wurden bedroht. Ja, das kann kein Missverständnis sein, so was. So, jetzt reicht's mir. Geh. Nee, Sandra. Geh. Komm, weck den Jungen, geh mit mir nach Hause. Manuela, lass ihn da sein Ding machen. Bitte pack deine sieben Sachen und geh. Komm, verschwinde vertraue jetzt. Ihm. Es reicht. Ach, vertraue, ich vertraue Mike. Komm, ja, das gibt nichts. Ja. Ja, komm, jetzt, hopp. Tschüss, Mama. Sandra, denk dran, meine Tür steht immer für dich offen. Ne? Ruf mich an. Tschüss. Tschüss. Ach, du Schreck. Was machen wir denn jetzt? Es ist auch noch Finn in Gefahr. Komm her, setz dich. Komm her. Oh Gott. Alles wird gut. Okay? Was können wir denn jetzt machen? Wir müssen irgendwas ja, tun. Ja, Baby. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Wir sind eine Familie. Finn, du, ich. Mit deiner Hilfe packen wir das schon, ja? Schatz, versprochen. Was ist denn das da für eine Möglichkeit, von der du erzählt hast? Ich würde alles dafür tun, dass die uns endlich in Ruhe lassen, dass die aus unserem Leben verschwinden. Baby. Was ist denn das? Sag. Das kann ich dir nicht antun. Doch, sag jetzt, bitte. Das ist too much für dich. Okay. Los. Schau mal, Ronny hat so einen Geschäftspartner. Und du müsstest eigentlich nur mit dem mal schick essen gehen. Einfach was unternehmen und dann ist alles gut. Und Ronny würde uns den Rest der Schulden unterlassen. Komplett erlassen. Okay. Ja? Wenn das damit das Baby Thema ein Ende hat, dann mache ich das. Sandra kann sich noch nicht dem Rat ihrer Mutter anschließen und mitgehen. Soweit ist sie einfach im Augenblick noch nicht. Sie hat so sehr die Hoffnung, dass Mike jetzt die tolle Idee hat, die beide nach vorne bringt. Und sie würde auch alles für ihn tun. Deswegen fällt ihr in diesem Augenblick auch gar nicht auf, dass das Angebot in irgendeiner Form nicht ganz koscher sein kann. Ja, ach, Frau Novak. Ich müsste mal ganz. Ich habe gedacht, Sie kommen erst am Nachmittag. Ja, Moment. Entschuldigung, ich schicke Ihnen gleich den Herrn Kovac, der wird Sie ausführlich beraten. Sie können ja ruhig schon mal in Ruhe alles ansehen. Sie können sich auch gerne mal reinsetzen, ja? Ja, das mache ich. Kleinen Moment, ja? Ja, Frau Novak, was ist denn los? Hallo, Herr Klein, ich bräuchte Urlaub. Heute. Ja. Das ist ganz dringend. Ich habe einen wichtigen Termin. Ja, bitte, selbstverständlich, aber es ist auch ganz dringend, ist wirklich was passiert? Ist was mit dem Kleinen? Nein, Finn geht's gut. Ist wirklich alles okay. Das ist einfach nur ein ganz wichtiger Termin. Ein Termin? Ja. Aha. Ach so, deswegen haben Sie sich so schick gemacht. Naja, das sieht ja richtig toll aus, ja. Danke. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Aber sehr. Frau Novak, ich weiß nicht, Sie sind so durcheinander. Was ist denn mit Ihnen? Ich kann Ihnen das nicht sagen. Nein, vielen Dank für Ihr Verständnis, ja. Frau Novak, bis dann. Also bitte. Bis dann, Herr Klein. Also irgendetwas stimmt da nicht. Frau Novak wirkt doch so verzweifelt. Und dann dieser Ehemann, der da draußen im Auto wartet, wie ein Aufpasser. Ich muss wissen, was da los ist. So, machst du den Ring noch an? Zieh den aus. Ja. Ja. Jetzt geht's los, Baby. Steig aus. Fein. Komm her. Warte mal. Zeig mal her, was du anhast. Du musst dir meine süße Praline präsentieren. Schon.
Fein. Das Kleid, was du mir sehr rausgesucht heiß, hast. Sehr gut. Das wird ihm gefallen. Also, ist das da der Typ, mit dem ich essen gehen muss? Ja, ich denke schon. So. Muss ich das wirklich tun? Baby, denk an Finn. Du willst doch nicht, dass dem Kleinen was zustößt, oder? Mhm. Hä? Unsere Familie. Ronny macht da keine Faxen, das weißt du. Okay, man muss halt mal Opfer bringen. Ja, das schaffst du schon. Okay. Okay? So, jetzt mach deine Sache gut und verkack's bloß nicht. Aber das ist natürlich jetzt sowas wie der maximale oder finale Vertrauensbruch, den Mike hier veranstaltet. Und Sandra scheint mir auch wie in Trance, die kann überhaupt nicht realisieren, was diese Situation für sie bedeutet. Eine gefährliche Kiste. Meine Güte, was ist denn das für eine Type? Wie ist sie an den geraten? Gott, siehst du gut aus. Hey, nicht so schüchtern. Lass ich mal zeigen. Wunderbar. Weißt du was? Wir entspannen uns jetzt erstmal oben auf meinem Hotelzimmer, ja? Wie Hotelzimmer? Ich dachte, wir gehen essen. Ja, Appetit habe ich schon, aber auf mehr. Ich hab schon ein bisschen Appetit. Das will ich jetzt aber nicht, ne? Ach komm, Mädchen, sei stark. Fräulein. Nee, das will ich nicht. Fräulein. Nein. Hey, was ist denn los, Fräulein? Lassen Sie die Frau Novak in Ruhe. Weg von der Frau. Was wollen Sie denn? Verschwinden Sie. Verschwinden Sie doch gar nicht Frau in Ruhe. Was wollen Sie denn? Mädchen, komm zu mir, komm. Warten Sie, ich rufe die Polizei. Was wollen Sie denn hier? Ich rufe die Polizei. Verschwinden Sie endlich. Und lassen Sie diese Frau in Ruhe. Ich werde mich beim Ronny beschweren, ja. Hey. Reicht mir. Stopp. Was ist da los? Hä? Was wollen Sie denn? Ich bin Ihnen heimlich gefolgt. Ich bin gerade doch rechtzeitig gekommen. Verpiss dich, das ist mein Mädchen. Hören Sie da. Das ist mein Mädchen. Ich habe schließlich die Verantwortung auch für meine Angestellten. Und Scheiß hast du jetzt verpisst. Das ist eine jetzt, komm her, Baby. Unverschämtheit, was Sie mit Ihrer Frau hier vorhaben. Das Sie sollen so abgemacht, okay, das ist alles abgesprochen. Sie sehen doch, dass Sie das gar nicht will. Das ist gar nicht so abgesprochen gewesen. Du hast gesagt, ich muss mit dem essen gehen. Und er hat gesagt, ich soll mit aufs Hotelzimmer kommen. Verschwinden. Du hast mich angelogen. Ich hol die Polizei. Das darf doch. Jetzt pfeift den Penner hier weg. Ja, und kümmere dich jetzt um Ronnys Geschäftspartner. Nein. Hey, komm jetzt her. Hey, fass mich nicht an, ja? Wegen dem Einbruch. Was? Ja, da ist nämlich neues Beweismaterial aufgetaucht. Ein Video aus meinem Autohaus, ja? Und was glaubst du, wer da drauf ist, ha? Also, wird's bald? Los, verschwinden Sie jetzt. Fräulein. Was willst du, Fräulein? Du kleines Nichtsnutziges. Schluss jetzt. Gehen Sie endlich. Schlampe. Danke, dass Sie gekommen sind. Danke. Ich weiß nicht, was ich ohne Sie gemacht hätte. Er ist ins Autohaus eingebrochen, aber ich wusste wirklich nichts davon. Wirklich nicht. Und ich musste jetzt mit dem Kumpel von ihm hier essen gehen, weil wir noch die Schulden haben. Und das ist immer noch nicht beglichen. Meine Güte. Ich hatte so Angst um Finn, weil wir wurden doch bedroht. Und ich bin so froh, dass Sie gekommen sind. Meine Güte, wo sind Sie da bloß reingeraten? Als ich mich noch mal zu Mike umgedreht habe und in seine Augen geschaut habe, war mir sofort klar, dass ich ihm scheißegal bin. Kein Mitleid, keine Trauer, nichts, eiskalt. Da wurde mir bewusst, dass ich was ändern muss. Für Finn und für mich. Und als dann noch Norbert vor mir stand, ja, da war mir ganz klar, jetzt muss ich alles klären und einen Schlussstrich ziehen. Und wir sind gelaufen. Ich rück dich erstmal. So. Also, ich habe Mike gar nicht mehr gesehen. Ich musste nur bei seinem Anwalt die letzte Unterschrift ablegen. Und ja, damit ist jetzt alles geklärt und es fühlt sich super gut an. Die Last ist von mir abgefallen. Ja. Ja, ich bin auch so froh, dass du endlich einen Absprung geschafft hast mit dem da. Wurde ja Zeit, dass ich mal einen Schussricht unterziehe. Ja. Ich weiß, es wird noch einen Moment dauern, bis ich verstehe, warum ich so blöd war, auf diesen Typen reinzufallen. Aber ich will mich jetzt um Finn kümmern und mein Leben sortieren und irgendwie alles auf die Reihe bekommen. Und ja, ohne die Eskapaden von Mike kann da eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder?